Hey, hallo ihr Lieben, der Christopher ist da. Ich wollte euch heute zum Vatertag gratulieren. Was immer auch das heißt. Ja, ich erzähle einfach mal, was es für mich heißt. Für mich ist Vater sein, Mann sein oder weiblich, Frau sein, Mutter sein. Ja, mehr Energie, die ich trage, als das, was meinen biologischen Körper ausmacht. Denn ich weiß, dass ich schon so oft sowohl als Frau als auch als Mann hier auf der Erde inkarniert bin. Ich trage beides in mir, genauso wie eine jede Seele, die hier mitspielt. Und so habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wäre es doch cool, wenn man an so einem Vatertag zum Beispiel zusammen was macht. Also nicht die Männer jetzt, sondern die Frauen. Aber wir alle in einer männlichen Energie zusammen sind. Genauso wie beim Muttertag die Männer mitgehen könnten und sich mal total auf die weibliche Energie einlassen. So, was ist denn jetzt die männliche Energie an dem Vatertag? Ja, ich denke mal, es hat ganz viel mit unserem natürlichen Sein zu tun. Und ich glaube, jeder, der einen männlichen Körper jetzt gerade da ist, der kennt die Sprüche, die man als Kind hört, um auf diese Männerwelt eingeschworen zu werden. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und bla bla. All das, was wir mitbekommen, um in der Gesellschaft ein guter Mann zu sein. Ja? Für mich ist Mannsein hat sehr was so mit dieser Urkraft des Männlichen zu tun, was man, finde ich, sehr schön bei Tieren beobachten kann. Ja, das ist so ein Teil, der sehr stark ist, zu stehen, voranzugehen, ja, auch ein bisschen aufzupassen auf die anderen und das, aber auch eine Klarheit zu haben. Ja, klar zu sein, einen Verstand zu haben, den Verstand zu gebrauchen zum Beispiel. Ja? Und ich meine, ich bin selber mit meinem Vater früher als Kind losgezogen und ihr könnt euch vorstellen, was wir gemacht haben. Ne? Wir haben halt so, sind übers Land gefahren mit den Fahrrädern, noch mit anderen Jungs und Männern und Vätern. Und ja, wir haben uns halt dann gut besoffen. Ja? Also im Grunde genau das Gegenteil gemacht, auch das, was hier ganz viel auf der Welt gerade läuft. Ja? Und ja, es braucht neue Wege für all das. Also astrologisch sieht man das unheimlich in der Radix auch, ja, dass egal, ob du mit einem männlichen oder weiblichen Körper gerade da bist, die einen haben extrem weibliche Anteile, die anderen haben extrem männliche Anteile. Ja. Ich bin nun jemand, der hat sehr weibliche Anteile schon immer gehabt hier in diesem Leben. Ne? Und von daher wäre ich fast besser geeignet für einen Muttertag als für einen Vatertag. Ja? Es geht auch darum, diese Vision vielleicht zu korrigieren, was ein Mann ist, was eine Frau ist. Ja? Astrologisch hängt es ja zusammen, die weibliche Seite, die Mutter, das ist die Mondin, die uns das spiegelt. Und das männliche Prinzip, das ist die Sonne, die uns das spiegelt. Und deshalb ein Lied für die Sonne, für euch. Vater Sonne über mir, ich bedanke mich bei dir. Du bist Liebe und Wahrheit, erleuchtest mich in Klarheit, strahlst für alle Wesen gleich, machst mich wahrhaftig und reich.
Deine Liebe von Anbeginn ist mein wahrer Lebenssinn. Rama, unser Vater, Rama, unser Vater, Rama, unser Vater, Vater Sonne über mir, ich bedanke mich bei dir. Du bist Liebe und Wahrheit, erleuchtest mich in Klarheit, strahlst für alle Wesen gleich, machst mich wahrhaftig und reich. Deine Liebe von Anbeginn ist mein wahrer Lebenssinn. Rama, unser Vater, Rama, unser Vater, Rama, unser Vater. Sonne über mir, ich bedanke mich bei dir. Du bist Liebe und Wahrheit, erleuchtest mich in Klarheit, strahlst für alle Wesen gleich, machst mich wahrhaftig und reich. Deine Liebe von Anbeginn ist mein wahrer Lebenssinn. Rama, Rama, unser Vater, Rama, unser Vater. Bedanke mich bei dir. Du bist Liebe und Wahrheit, erleuchtest mich in Klarheit, strahlst für alle Wesen gleich, machst mich wahrhaftig und reich. Deine Liebe von Anbeginn ist mein wahrer Lebenssinn. Rama, unser Rama, unser Vater, Rama, unser Vater. Ja, also das ist so ein bisschen meine Art, mit dem Vatertag jetzt zu sein. Also nicht irgendwo rum und viel bechern oder so, sondern eher zu Hause sein. Und ja, dieses Männliche in mir immer wieder wie neu beleuchten. Denn es geht um diese Vision und da kann jeder, können die Frauen und die Männer was dafür tun, indem sie in diese Vision des neuen Mannes hineingehen. Indem sie auf der einen Seite mal gucken, was haben die Männer so für eine Rolle gespielt in meinem Leben? Wie habe ich die Energie bis jetzt wahrgenommen?
und dann in die Vision des neuen Mannes reinzugehen. So, wie hätte ich gern die Männer wahrgenommen? Oder wie würde ich gern im weiteren Verlauf meines Lebens Männer wahrnehmen und sich diese Männer ein bisschen erträumen? Da reingehen und sich Männer vorstellen, wie sie in dieser neuen Funktion des Mannes, also weg von dem gesellschaftlichen Framing, sich den Mann vorstellen. Ja, ja, wie der Gockel, der da schreit. Ja, der macht es ganz natürlich. Kikeriki, ich bin der Mann, der Hahn im Korb. Ach ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Vatertag. Wow. Kikriki.